Sollten wir das Kind nicht offen beim Namen nennen? Es sind überwiegend männliche Jugendliche und junge Männer mit muslimischem Hintergrund, die derzeit in unseren Schwimmbädern für Stunk sorgen. So beginnt die Weltautorin Christina Schröder in ihrem Artikel, in welchem es um die sogenannte Macho-Kultur unter den Muslimen geht. Man will also Muslimen die Schuld für Übergriffe auf Frauen zuschieben? Mal abgesehen davon, dass es laut dem Islam gar nicht erlaubt ist, in ein gemischtes Freibad zu gehen und schon gar nicht fremde Frauen anzufassen, gucken wir uns doch mal die Fakten an. Allein 2018 wurden laut BKA 114.393 Frauen Opfer sexueller Gewalt. Die Dunkelziffer ist dabei noch viel höher. Jede dritte Frau in Deutschland war schon mal von Gewalt betroffen. Es kommt aber noch schlimmer. Jährlich gibt es 300 bis 600 Gruppenvergewaltigungen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, da kommen mehrere Leute zusammen und vergewaltigen eine Frau. Man könnte schon fast von einer deutschen Tradition der Übergriffe sprechen. Also wenn es Migranten gibt, die in Schwimmbädern für Probleme sorgen, dann gewiss nicht wegen dem Islam, sondern vielleicht, weil sie zu gut assimiliert wurden.